Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Make Up 2, die Nacht des Rabe mit Dorian. Hallo. So, Ferros, du dummes Stück Scheiße, ich hab dein hässliches Schwert. Wo bist du? Wer warst du nochmal? Verdammt. Nein, das sieht mich auch nicht. Hier ist er. Ich wäre mir da nicht so sicher. Ich würde ihn gern verprügeln, weil er frisst Käse. Das heißt, er hat eventuell einen Apfel dabei. Ich hab dein Schwert gefunden. Danke, ich stehe in deiner Schuld. Als Dank werde ich dir zeigen, wie du mit ein paar Tricks deine Kraft und dein Geschick im Kampf besser nutzen kannst. For free? Nein, du wirst mir bestimmt zeig mir, wie ich meine Fähigkeiten verbessere. Ein guter Kämpfer muss lernen, seine Fähigkeiten direkt auf seine Waffe zu übertragen. Not bad. Ich auch nicht, aber ich werde bestimmt keine Lernpunkte bei dir ausgeben. Danke dafür. Ja, schwierig. Tag- und Nachtwechsel. Was hieß da oben in deinem Schwerterwechsel? Steht Koanga hier vielleicht noch rum? Ne, der ist natürlich schon wieder weggelaufen. Hätte man ja vielleicht mal fragen können, wo der Wildewechsel läuft. Ton bestimmt schon geladen. Gucken, ob jemand im Kerker sich versteckt. Oh nein. Jan macht wieder seine Sachen. Ich sah seinen Spaßkopf. Gut, dass ich für ihn gebürgt habe. Gut. Kennst doch deine eigene Meinung haben. Das interessiert doch wirklich niemanden. Ich wette mit dir, der macht gar keine Schwerter. Der stellt Heugabeln her und sagt, ja, da müsste ich ein bisschen verteidigen. Du weißt wahrscheinlich gar nicht, was ein Schwert ist. Alles gut? Oh, ich schon. Aber? Mir hängt der Magen in den Kniekehlen, Mann. Oh. Garund hat schon wieder die Nahrungsrationen gekürzt. Wenn ich nicht bald was Anständiges zwischen die Zähne bekomme, dann beiße ich Garund in seinen fetten Arsch. Vielleicht kann ich dir etwas geben. Bist du verrückt? Doch nicht hier. Wenn das einer der anderen sieht, habe ich gleich eine Menge neuer Freunde. Wenn du verstehst, was ich meine. Du findest mich im Magiertempel, wenn sich alle zurückgezogen haben. Im Tempel ist sowieso zurzeit kaum jemand. Ich werde dort auf dich warten. Komm mir aber bloß nicht mit einem trockenen Brot oder irgendeinem rohen Fleischdreck, klar? Bist du auch zu blöd zum Kochen, ja? Schade, ich nehme mich auch. Ich habe 273 rohes Fleisch und kann es nicht kochen. Meine Meinung kennst du ja schon. Bax lassen grüßen. Hallo Knecht. Brauchst du dafür auch ein Skillbuch oder was? Ja, weiß ich nicht. Warum bist du nicht bei der Arbeit? Das ist ja ekelhaft! Hast du schon mal in meine Kammer geguckt? Diese dreckigen Fleischwanzen sind überall. Oh nein. Ich weiß ja nicht, wer da vorher drin gehaust hat, aber in den Dreckstall gehe ich sicher nicht mehr rein. Ich hasse die Biester. Und hör auf, so dämlich zu grinsen. Danke für dein Geldbeutel. Oh nein, Fleischwanzen, die sich nicht mehr bewegen. Cool. Sind schon geistig verstorben. Jetzt kriege ich dich. Will mich jetzt der blöde Waffenknecht angreifen, weil ich die Fleischwanze umgebracht habe. Die Fleischwanzen sind weg. So eine Haustiere. Du kannst wieder deine Folterwerkzeuge polieren oder was auch immer. Bist du auch ganz sicher, dass wirklich keins von den Biestern mehr da ist? Ich denke schon. Na gut, hier, nimm dieses Gold als Zeichen meiner Dankbarkeit. Weißt du, hier kommen kann? Gleich die Tränen. Ja, sie sind schon noch da, sind nur tot, ne? Guck, guck. Hey. Hey. Ja, Generic NPC. Ja, Gothic war das RPG, wo ich gelernt habe, dass Leute, die einfach immer wieder den gleichen Namen haben, wie zum Beispiel Ritter oder Butler, dass sie noch wertlos sind. So, wenn sie also alle zurückgezogen haben, ich gehe mal davon aus, der Spaß, die meint nachts. Na, dann werden wir mal bis nachts schlafen und dem was zu essen vorbeugen. Dem Ärmsten. Mein Gott, lauf doch mal hier rein. Ja, dir geht's garantiert besser, wenn ich dich umbringe. Bett. Bis zum nächsten Abend, ne, bis Mitternacht. Guten Morgen, ihr Süßen. Habt ihr alle schön geschlafen? Ja. Ich hoffe, ich störe euch nicht. Das wäre echt blöd.
Hallo Schwachkopf, sehe ich zwar nicht, aber ich habe dein Fleisch dabei. Da bist du ja. Ja. Also was ist jetzt? Hast du was zu essen für mich? Ne, ich wollte dich nur umbringen. Wurst, Käse, Schinken, Fleisch. Ich habe gerade nichts dabei. Ich gebe dir einen Schinken. Ich kann dir diesen Schinken geben. Klar, her damit. Hast du noch mehr? Ich kann dir auch Käse geben. Wie wär's mit einem saftigen Stück Käse? Klar, her damit. Hast du noch mehr? Man bist nicht so geizig. Hier ist eine Wurst. Ein Stück Wurst? Klar, her damit. Hast du noch mehr? Hast du noch andere Dialoge drauf? Weißt du, dass du dem Typen quasi in seiner Hungersnot gerade Essen schenken, Schinken hat eine ganz schöne Attitüde. Klar, also. Her damit. Hast du noch mehr? Ein Stück Wurst? Ja, mehr, mehr. Wie wär's mit einem saftigen Stück Käse? Ja, mehr, mehr. Ich will ihm nicht Fleisch geben, aber nachher gebe ich ihm rohes Fleisch und er ist angepisst. Ich kann dir diesen Schinken geben. Ja, mehr, mehr. Ja, mehr, mehr. Ein Stück Wurst? Ja, mehr, mehr. Ein Stück Wurst? Das reicht, das reicht. Oh. Damit komme ich erstmal über die Runden. Hier hast du mein Gold. Hier draußen kann ich eh nichts dafür kaufen. Also kannst du es auch genauso gut haben. Ich gehe dann besser, bevor man uns sieht. Ja, hoffentlich sieht man uns nicht. Das wäre echt blöd, wenn man uns sehen würde. Ja, mehr, mehr. Das fand ich jetzt irgendwie lustig. I don't know. Hallo, guten Morgen, Leute. Kann man noch so ein bisschen in den falschen Kontext bringen. Also. Ja, stimmt. So, frisch geschlafen. Ich habe im Prinzip immer noch keine Ahnung, wo Koranga hin ist. Es wird wahrscheinlich so ein wunderschönen Dildo. Noch mehr Ärger kann ich. Ja, weiß ich jetzt nicht. Diebstahl verschwunden, Dunkelheit. Ja, stimmt, diesen Sengrad suchen. Das wäre natürlich auch noch eine Sache Richtung Orkzaun. Gucken wir mal auf der linken Seite nach. Im letzten Mal habe ich ihn gesucht, da war ich oben ein bisschen weiter rechts, weil ich dachte, der wäre in dieser komischen Höhle drin, aber war er nicht Blattfest. Oh, können wir ebenso gut mal die linke Seite absuchen. Warum auch nicht? Ich hoffe, dieses dämliche Licht verschwindet bald, weil es ist echt störend, aber okay. Ja, ich weiß nicht, das ist nachts halt auch mega nicht praktisch, also keine Ahnung. Ich sehe nachts mehr, wenn ich das Licht nicht anhabe. Ja, das ist ja einfach nur so ein komisches Disco-Licht, Alter. Disco-Metal. Hallo Ork-Elite. Wenn wir dich mal kurz zur Ork-Leiche befördern. Dann sagt man doch so schön, willst du Elite, brauchst du Kredite. Ich glaube, der ist genauso verwirrt vom Licht wie ich. Tja, das ist jetzt aber blöd gelaufen für dich. Ich suche Sengrad oder wie er hieß. Wo ist er denn? Huch. Was macht ihr denn hier euer Mäulchen auf, hä? Wollt ihr mir etwa euer Fell geben? Das finde ich auch nett von euch. Das kann ich dann gewinnbringend verkaufen. Weil ich Geld so nötig habe. Voll der Witchboy hier. Was wagst du es denn eigentlich, diese Viecher anzugreifen? Oh, hier ist ein Kampf. Oh, ein Schattenläufer. Nein, sie haben meine XP geklaut. Der Schattenläufer bringt, glaube ich, 400 XP. Okay, Level up. Ich wünschte, ich würde was sehen, ne? Aber... Ja, halt, stopp. Hallo, ich war noch nicht bereit. Als Schwache würde ich mich verwünschen. Ja, aber es war seine letzte Zockung. Ja, das Spiel ist jetzt zum Glück relativ bugfrei. Die guten Bugs haben sie natürlich gefixt. Die sinnvoll sind. Die sinnvoll, aber die nützlich sind. Es gibt einen Bug, wenn du einen Trank säufst und währenddessen angegriffen wirst, dann resettet sich deine Animation und du trinkst ihn zwar, aber du trinkst ihn nicht wirklich. Also du hast ihn noch. Das ist gerade bei... Wie das, wenn man draußen gefunden hat. Nein, der greift schon wieder den Schattenläufer an. Hör doch mal auf, du Hurensohn. Ich hab ihn gekillt. Haha, ich hab mich den Kill geklaut.
Ich hasse das, wenn NPCs dir die XP klauen, weißt du? Kann ich verstehen, ja. Ist das blöde Licht bald mal weg, Alter? Danke. Da ist noch ein Schattenläufer. Warum sind so viele davon? Ist es hier so dunkel? So, weg ist er. Hallo, Borg. Ja, Schattenläufer sind eigentlich relativ starke Gegner. Eigentlich. Eigentlich. Ja, ich fühle mich irgendwie schlecht, dass ich so OP bin, aber ehrlich gesagt auch nicht. Weil ich bin gar nicht so OP. Guck mal, ich muss schon wieder wegrennen. Was übrigens auch noch übelst der Nachteil ist, wenn du diese Free-Aim-Mod benutzt, ist dein Speed, wie du dich mit der Maus umdrehst, super langsam. Das heißt, du hast straight up eine gute Zeit, wenn du dich damit schnell umdrehen musst. Okay, komm mal wieder, klauf dein Leben, Alter. Fucking hell. Was wolltest du sagen? Ich glaube, diesmal verreckst du, wollte ich sagen. Nee. Irgendwann verlieren die aber das Interesse. So. Zeit mir einen leckeren Fleischdings Gift reinzuhauen. Hab den Namen vergessen. Blutfliege! Jetzt muss ich nur ihren Stachel finden. Wo ist er denn? Da. Das ist auch so ein bisschen, naja, dämlich, dass man sich das nicht auf den Hotkey legen kann. Wer seid ihr denn? War ja gar nicht gesehen. Auch so eine Sache, die ich an Skyrim ehrlich gesagt sehr, sehr geschätzt habe. Das wird schon alles auf einen Hotkey legen. Ja, kannst du es favorisieren. Nee, ich meine wirklich auf den Hotkey. Ja, meine ich ja, ist ja irgendwie damit verbunden. Ja. Ja, doch, ja. So, wir müssen mal ein bisschen aufpassen, weil da über den Hügel waren schon ein paar Drachenschnapper. Und so ein Rudel Drachenschnapper ist natürlich ein bisschen scheiße. Nein, oder auch nicht. Willst du die nicht töten wegen den Schuppen? Das weiß ich nicht. Meint er ja nicht. Beim letzten Mal haben die keine Schuppen gegeben. Ich dachte nämlich, die kriege ich von den scheiß Echsenmenschen, aber naja, scheinbar nicht. Ich gehe davon aus, dass ich den Skill dafür nicht habe. Allerdings weiß ich jetzt gerade auch nicht, wer mir das beibringt. Ne, keine Schuppen. Das wäre natürlich ultra cool, wenn ich jetzt all die Viecher umbringe und dann kriege ich keine Schuppen mehr. Aber wir müssen die dämliche Wache finden, die. Wo die scheiß Armbrust runtergefallen ist und sie sucht, weil, ja. Kluge Leute sind rar in dieser Gegend. Windra. Achso, was du ohne Free-Aim-Mod auch nicht machen könntest, ist diese Viecher aus der Distanz angreifen. Du kannst sie normalerweise tatsächlich erst treffen, wenn du ihren hässlichen Namen siehst. Und sobald du ihren Namen siehst, werden sie getriggert und kommen halt angeschissen. Ja. Oder halt auch nicht. Tschüss. Drachenschnapper. Ciao, Coco. Ist meine fucking Fliegen ins Maul fliegen, geil. Ist das meine ich? Die sind eigentlich so weit entfernt, dass sie mich nicht bemerken, wenn ich sie angreife. Ja, das macht das Ganze schon ein bisschen OP, muss man schon so sagen. Tschüss. Wobei das Vanilla-System eher wie so ein Aimbot funktioniert. Das heißt, du guckst ihn an und dann ballerst du rauf, bis er tot ist. Ja. Und das ist dann Aimbot-mäßig, naja, gut. Ach, keine Ahnung. Beide Systeme haben ihre Flaws, aber weiß nicht. Aber ich persönlich, also ich muss ehrlich sagen, ich finde das schon ein bisschen besser mit dem erfahrenen Kreuz. Ja, das auf jeden Fall.
Aber wo ist dieser dämliche Wachenmann? Ich meine, auf der rechten Seite der Mauer ist er nicht, auf der linken ist er nicht, hä? Ich meine, dass er tot ist, davon bin ich fest überzeugt, aber... Wo ist er? Tot. Ja, aber wo ist er tot? Na, auf der Insel da, genau. Rumliegen tut er ja schon mal nicht. Und rumstehen tut er ja auch nicht. Naja, ich war noch nicht komplett da hinten in der Ecke. Vielleicht. Wusstest du diese Mission nicht rein, die wir schon mindestens 2000 Mal gespielt haben? Ja, vor 100.000 Jahren. Ach so. Da ich das Gedächtnis an Steins habe? Naja. Oder hier auch sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig, wie er im Wasser untergeht, so ganz langsam, weißt du? Ja, aber die reinjumpe, das mag die Engine nicht. Es kann halt auch einfach gut sein, dass ich die Story damals übelst krass gecheatet durchgespielt habe. Also, du kannst dir einen Charakter ja quasi reinspawnen, der einfach jedes Item besitzt, was im Spiel existiert. Oh. Und der hat halt unter anderem auch Stärketränke und so einen Scheiß dabei. Naja, wenn du dann halt einfach... den ein paar Mal insertest und dann bist du sowieso der OP-Mensch und dann musst du nicht mehr unbedingt questen. aber ich glaube so, ja, weiß nicht, so die Hauptquests und so ein Scheiß habe ich halt im Prinzip durchgespielt. Muss ich ja irgendwie mal durchgespielt haben. Also die ganzen Nebenquests, keine Ahnung mehr. Was ich auch letztens gelesen habe, ich habe geguckt, ob ich die Charaktere aus der Addon-Welt irgendwie nochmal brauche, hier in der Welt hier so gesehen. Weil das Banditenlager und so, das existiert ja theoretisch weiter, wenn du da weggehst. Ja. Und die haben geschrieben, nee, eigentlich nicht. Und dann, oh ja, dann kann ich sie einfach umbringen für die XP. Und dann hat er geschrieben, ja, wenn du Gothic zu einem hürdenlosen Ballerspiel degradieren möchtest. Und ich dachte so, Alter... Was für eine Moralapostel kann man denn sein? Es ist am Ende vom Tag die Leute immer noch selber überlassen, wie sie die spielen. Ja. Und meine Fresse, ich habe die so oft einfach damals, woran ich mich noch erinnern kann, wenn ich da mal wirklich auf XP aus war, ich habe einfach alle Bewohner, die ich gefunden habe, umgeschlagen, weil du hast ja XP für die bekommen. Ja. Ja klar, hast du dann ein Problem mit der Miliz gehabt, aber ja mein Gott, damit zahlst du halt die Strafe und weiter geht's. Ich finde diesen Spaß, der hier nicht wo er sein soll, keine Ahnung. Was weiß ich, wo der hin ist. Beim Kacken gestorben. Gehirnfurz. Ich weiß ja gerade, wo es am logischsten wäre, jetzt weiterzugehen. Drachenjäger, bla bla bla. Ja, wahrscheinlich zum. Ja, ja, den Eis. Richtung Eisdrachen, da werde ich dann wahrscheinlich diese Idiotengruppe von Silvio treffen. Silvio. Ja, oder wie der Typ heißt, der hat im meinem Startgebiet immer Stress gemacht und bla 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 und hat sich halt hierhin verpisst und hier mag ihn halt auch keiner, aber ja. Hat gehört, dass im Eisgebiet ein Drache ist und oh ja, let's fucking go. Angeblich soll der jetzt auch so, was die NPCs mir halt gesagt haben, auch der stärkste Drache sein. Finde ich jetzt nicht so halal, weil wie war das auch mein Plan, dass ich zu denen als erstes gehe, aber ich meine, gut, wenn das der stärkste ist, dann mal gleich hinter uns. Ist doch auch schon mal nicht verkehrt. Kein Problem sein. Hoffentlich nicht. Gucken wir mal, ne? Nö. Wir können ihn auf jeden Fall nicht einfach so aus der Distanz snipen, weil wir müssen mit ihm reden. So, ist schlecht. Ja. Hallo, Rot. Guck mal, ob man was Rote möchte. Hoffentlich freut er mich nicht, wo Blau ist. Oh. Hier ist ein Drachenjäger zu sein. Cypher, dich kenne ich irgendwie. Sagt mir was. Nettes Lager. Du sagst es. Hier stinkt's wie im Schlachthof. Überall tote Viecher und vermoderte Bäume. Ja. Was machst du hier? Ich sitze hier schon einige Zeit und warte nur noch auf den richtigen Moment. Richtiger Moment? Wofür? Da drüben soll sich angeblich ein Drache aufhalten. Seit er hier ist, hat sich dort ein ziemlich übler Sumpf gebildet.
Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als man in dieser Gegend noch keine nassen Füße bekommen hat. Doch jetzt würde ich da alleine niemals reingehen. Na gut, Rod ist noch da. Aber der läuft ja schon beim Anblick der Fleischwanzen davon. Was ist mit dir? Du bist sicher nicht nur zum Vergnügen hier, oder? Lass uns zusammen reingehen. Ja, wenn er wirklich ein Drache ist, dann muss ich aber erstmal mit ihm reden. Ne? Warum nicht? Hilfe könnte ich brauchen. Das ist gut. Dann komme ich endlich hier weg. Der Gestank ist ja unerträglich. Sag, wenn's losgeht. Ja, jetzt wäre ein guter Moment, um aufzubrechen. Packen wir's. Packen wir's. Bitte rennt vor, dann bin ich gleich aggro. Okay, fuck it. Die rennt vor. Wir sind 20 Minuten. Ich mach's mal einen kleinen Cut und vielleicht sehen wir im nächsten Part schon den ersten Drachen. Ist das nicht toll? Bis dahin. Tschüss. Tschüss.